Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und es ist schon etwas Zeit vergangen seit dem letzten Video, das ich gemacht habe, aber ich war nicht untätig. Ich mache natürlich weiterhin meine Basteleien, bin immer noch viel beim Modellbau. Ihr seht hier im Hintergrund, ich habe meine Werkstatt umbauen müssen. Der Platz geht einfach aus. Ich habe hier einen relativ großen Raum auch, aber trotz alledem, es häuft sich einfach viele Sachen an. Im Hintergrund stand auch immer ein Kran, da ging es auch weiter, der hat auch wieder etwas mehr Zeit beansprucht. Mal gucken, ob ich euch den auch mal so nebenzu in einem Video mit zeige. Und natürlich habe ich weiterhin die Bausätze verfeinert. Es gibt wieder neue Versionen und bin natürlich an vielen neuen Sachen dran, die gerade in der Pipeline liegen und die ich euch jetzt nach und nach natürlich auch wieder vorstellen möchte. Hier habe ich noch ein aktuelles Projekt. Ich habe es schon mal angekündigt gehabt, als ich den Sprinter umgebaut habe. Und zwar ist es der schöne Dodge. Und in dieser Kiste ist tatsächlich eigentlich alles, was ich brauche, bis auf ein bisschen Alu und Schrauben und so weiter. Fernbedienung habe ich mir besorgt. Dann hatte ich mir, das war das, was ich beim Sprinter-Video erwähnt hatte, die Achsen von Harztech bestellt. Die hatte ich damals zusammen mit den Sprinterachsen bestellt. Es ist eine Allradachse für vorne und für hinten. Ich habe wieder die Modellbauregler von modellbauregler.de mit dabei. Das sind die AS12 6RW Easy ohne Kabel. Das verlöte ich alles selber. Das ist nichts Neues. Und dann habe ich hier noch den Servo. Der ist hier mit drin. Dann habe ich im Resteverkauf, leider wirklich Resteverkauf, wunderbare Gummireifen gefunden. Mit passender Felge. Ob ich die selber lasse, weiß ich nicht. Schwarz wird es mir wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen. Sind auf jeden Fall exakt die gleiche Größe und Breite wie die Original-Bruder-Reifen. Haben hinten eine Sechskantaufnahme. Ist also perfekt. Die hier habe ich mit dabei. Dann haben wir noch drin die kleinen Motoren für den Dodge. Und ich habe hier ein bisschen Kabelgewirr, weil ich habe schon rumgespielt. Einmal ist noch der Empfänger von der Fernbedienung. Und hier ist ein kleiner Lautsprecher und ein Soundmodul. Habe ich mir mal zum Testen angeschafft. Ich habe bisher mit Sound nicht so viel gemacht, denn auf meinem Parcours und auf dem Parcours vom Siggi ist im Keller. Und wenn jetzt da irgendwie 10 Leute mit Soundmodul fahren, auf kleinstem Raum, wird das immer etwas eher störend. Ja, das heißt, ich bin eigentlich eher der, der den Sound abklemmt. Das habe ich auch bei dem Huina-Bagger gemacht. Da war das Soundmodul mit eins der ersten Sachen, die rausgeflogen sind, beziehungsweise der Lautsprecher. Und jetzt möchte ich es hier aber mal wieder verbauen. Wie gesagt, ich habe mit den Soundmodulen bisher noch nicht viel am Hut. Einfach mal reinschnuppern. Hier habe ich ein bisschen was probiert. Deswegen ist das schon so halb verkabelt. Mit dabei ist der UBC-Stromversorgung, hängt hier mit dran. Also hier haben wir schon mal den ganzen Klotz. Die Anleitung von Harztech habe ich mal rausgedruckt, denn wir wollen das gemeinsam machen und normal würde ich wahrscheinlich hier das Tablet einfach nebenher legen. Aber so ist es für ein Umbauvideo immer etwas praktischer, dann kann man hier einfach durchblättern. Und wir haben den Dodge an sich. Und der Dodge ist, also ich dachte, er ist kleiner, bin ich ehrlich. Denn das ist ein ganz schönes Schiff und ich finde ihn klasse. Leider gibt es den in Anthrazit nur im Set. Deswegen gab es bei mir den roten, weil ich brauche den Anhänger und den Sportwagen eigentlich nicht. Aber in Anthrazit hätte er mir wahrscheinlich etwas besser gefallen. Und ja, es ist, wie gesagt, er ist wahnsinnig lang. Ich habe hier mal den MAN zum Vergleich. Wenn wir die mal hier nebeneinander stellen, also da ist nicht mehr viel. Also das ist wirklich ein langes Schiff. Aber ich habe schon gehört, platztechnisch natürlich recht dünn, denn, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so schön sieht, hier sind die Sitze. Und hier unten ist das Bodenblech und hier ist auch schon das Bodenblech. Also es ist wirklich ein ganz schmaler Grat, den man hier Platz hat. Und
Ja, müssen wir einfach mal schauen. Ich möchte auch Licht verbauen. Bietet sich einfach bei diesen Fahrzeugen absolut an. Das ein bisschen aufwendiger dazu verkabeln. Mal schauen, wie ich das Ganze unterbringe in dem Fahrzeug. Aber ich glaube, die erste und schlimmste Hürde wird wieder sein, den Dodge zu zerlegen. Und das machen wir wieder mit gemeinsam. Und bevor ich jetzt hier noch lange ausschweifend vor mich hinschwafel, würde ich sagen, legen wir auch gleich los und zerlegen mal die Karosse. Und dann schauen wir an, wo wie viel Platz ist und wie wir das ganze Material hier unterbringen. Ich habe ihn noch nicht zerlegt. Es ist das erste und einzige Modell, das ich hier habe. Deswegen hoffe ich, dass das alles so reibungslos funktioniert. Ich werde wahrscheinlich wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und verzweifelt irgendwelche Ösen und Haken suchen. Aber ich bin mir sicher, das kriegen wir alles irgendwie hin. Dann baue ich hier schnell um und dann geht's schon los. Jawohl, wir wollen hier auch gleich weitermachen mit dem Dodge und ihn zerlegen. Dann schauen wir mal, ob wir den so auseinanderbringen. Bevor ich ihn zerlege, ich wollte euch nochmal das Rad zeigen. Also ihr seht, ist genau die Größe und vom Profil her, also es passt echt perfekt. Leider, ich finde sie nicht mehr, also die gibt es auch so nicht mehr irgendwie. Und das Problem ist, das war so ein Ersatzteil und es hat halt irgendwie so eine behämmerte Bezeichnung, finde ich nicht mehr. Also ich kann es auch googeln, kommt nichts. Schade. Aber wir wollen uns jetzt dem Dodge widmen und jetzt bauen wir hier erstmal so ein bisschen das Kleingefuddel hier ab. Und ich habe parallel natürlich diverse Sachen schon parat gelegt. Ein paar Schraubenzieher und so weiter und dann werden wir mal schauen. Ausschlaggebend sind wahrscheinlich wie immer und überall hier diese 8000 Haken, Ösen und Nasen. Und wie immer passe ich natürlich am meisten auf die Glasflächen auf, denn wenn die springen, ist vorbei. Wenn ich eine normale Nase abbreche, ja gut, ich kann immer noch eine Schraube mal durchziehen. So, schauen wir mal, dass wir die Achsen schon mal rauskriegen. Das ist gar nicht so schlimm. Denn ich kann das Chassis nachher auch so wieder zusammenschrauben. Schlimm wird, wie gesagt, nur wenn mir die Scheibe zum Beispiel springen würde. Ich glaube auch, dass der Umbau relativ simpel wieder vonstatten geht. Ich habe mir die Anleitung natürlich schon mal angeschaut. Es ist leider keine Zerlegeanleitung mit dabei. Weil ich auch glaube, wenn ich die Anleitung so richtig verstanden habe, da geht es gar nicht so ums Zerlegen, sondern man baut es direkt hier ein oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir noch nicht so im Detail angeschaut, aber ich schätze mal, dass es wieder super gemacht und einfach ist. Jetzt ziehen wir mal hier diese Nasen alle auf. Hier sind sie noch in Rot, also die, was vom oberen, von der oberen Karosserie runterkommen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir einfach mal alle auf und gucken, inwieweit wir schon zu Rande kommen. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist sogar besser als beim Sprinter. Denn beim Sprinter waren ja so viele versteckte Nasen, die dann in der Stoßstange sich einfach eingeklickt haben. Und da war nicht mehr vorgesehen, dass man auch jemals wieder hinkommt. Vielleicht ist das ja hier etwas besser. Weil bisher ging es bei den Modellen auch immer relativ gut zum Ausheben. Mal hier unten interessiert es mich auch relativ wenig jetzt mit den Nasen. Ist nicht so schlimm. Ich hatte zwischenzeitlich einen Krankenwagen, einen Sprinter-Krankenwagen zum Umbau da. Und der hat ja dieses, dieses Neon-Orange, diese Neon-Orange-Abdeckungen. Und da war das eine Katastrophe. Also wirklich, da ist man noch nicht mal mit dem Schraubenzieher oder mit irgendeinem kleinen Teil in die Nähe gekommen, um die Ösen zu öffnen. Und dann sind die Dinger schon weiß angelaufen. Also man hat sofort gesehen, da ist bearbeitet worden, man ist irgendwo dran gekommen. Jetzt nicht als Kratzer, sondern wirklich durch dieses Plastik aushebeln. Man hat sofort da eine Veränderung am Plastik, also so richtig weiße Bruchstellen gesehen. Hier hinten
Mal schauen, was wir sowieso wegnehmen müssen. Ja, und das war, also, das war richtig schlimm. Also dieses orangene Neon, diese orangenen Neon-Teile, die waren richtig, richtig schlimm. Ah, da geht auch schon was auf. Kann ich die Heckklappe hier vielleicht gleich mit? Ah, mal schauen. So. Wir werden den auch wirklich komplett zerlegen. Hier ist offen. Ah, bewegt sich auch schon was? Okay. Dann ist ja hier noch Aufkleberzeug mit dabei. Ist natürlich noch das nächste. Die ich natürlich jetzt nicht irgendwie kaputt machen will. Bauen wir mal die Türen aus. Die Türen sind relativ simpel, die sind hier nur an oben unten ganz leicht eingeklickt an so einem furchtbar kleinen Plastikteil mit einer noch kleineren Nase. Würde mich gerade interessieren, also wenn das jetzt Junior in die Finger kriegt, wie lange da diese Türaufhängungen intakt bleiben. Denn das ist wirklich sehr, sehr klein. Sehr klein. So. Schauen wir hier vorne, schaut es noch so aus, als wären da wieder Haken drin, die ich nicht sehe. Es könnte fast das gleiche oder das ähnliche System sein wie beim Sprinter. Der hatte das auch, der hatte hier vorne dann hier diese Nase drin, die man nicht gesehen hat. Die sieht man dann erst in dem Moment, wenn man das erste Mal auseinandergenommen hat, sieht man eigentlich wirklich, wo welche Befestigung vorhanden ist. Also das haben wir hier alle mal aufgemacht. Da sind noch welche drin. Die roten sieht man ja noch. Die schwarzen sind tricky. So. Ja, hier wird schon locker. Ist die Frage. Passt, aber hier in der Mitte ist noch alles sehr zäh. Hier ist nochmal das Dach eingehakt. Jetzt ist die Frage, inwieweit ich das hier rausbekomme oder nicht rausbekomme. Oder rausbekommen kann, besser gesagt. So, die sind alle offen. Auch alle offen. Ist noch was Verstecktes. Also hier ist noch. Ah. Da ist noch was. So. Das schaut doch schon mal ganz gut aus, finde ich. Also es ist am sich öffnen. Hier hinten. Schauen wir mal, ob da unten unter dem Auspuff sich noch was versteckt. Ach, der Auspuff ist das Versteck, okay. Ah, jetzt da. Ob wir da was von drin vielleicht noch ein bisschen was sehen. Aber das sieht man eher weniger. Ja, also hier ist noch relativ fest. Die sind hier seitlich eingehakt. Ach, jetzt haben wir hier wieder aufgepasst. So. Also hier ist noch irgendwo etwas im Argen.
und fest miteinander verbunden auf der Seite. Natürlich auch immer versucht, denn der Volvo hat ja so ganz viele so kleine Nasen an der Vorderseite, die sich eingehakt hatten. Ob das nicht hier auch so der Fall ist? Ich hoffe es mal nicht. Schauen wir mal, hier ist auch noch was eingehakt. Vielleicht machen wir hier mal den Dachverschluss noch auf. Können wir jetzt vielleicht hier nochmal dieses Stück rausziehen. Das geht nach oben, das geht nach oben. Jetzt haben wir es. Jawohl, das ist alles offen. Passt soweit. Mal schauen, was wir hier hinten noch die Nasen aufkriegen. Ja, die hier ist offen, da ist keiner drin. Da ist auch keiner drin. Das ist die Frage, wo es hier sitzt und klemmt. Und diesen vorderen Part haben wir ja schon mal offen jetzt. Schauen wir mal da unten rein. Da haben wir hier sind nochmal zwei. Ah, das sind doch Nasen hier. Ich glaube, die zwicken wir ab und befestigen es danach anderweitig wieder. Denn wenn ich jedes Mal das Problem habe, dass mir die hier in die Quere kommen beim Zerlegen. So, Nummer 1. Wo auch immer der sich jetzt rumgewickelt hatte. So. Also ich zeige es euch mal hier. Diese zwei länglichen Widerhaken. Das waren die, wo ich erwähnt hatte. Die hat man von vorne zwar gesehen, aber man kam nicht direkt ran. So, ja, hier ist ja gar nicht mehr viel dran eigentlich. Das heißt, ich habe noch hier dieses Teil, das nach hinten geht. Und ich schätze mal, dass hier jetzt irgendwo noch was versteckt ist, das ich jetzt noch nicht festgestellt habe. Also das hier geht auf jeden Fall mal zur Seite noch auf. Ah, es könnte natürlich sein, dass das jetzt hier über die Seite rauszuklicken ist. Gucken wir mal. Da ist etwas genau hier an diesem Punkt. Genau hier sitzt eine Lasche, an die ich jetzt so noch nicht direkt hinkomme, wie es ausschaut. Das wird so eine sein. Gucken wir mal, wenn wir hier vorsichtig dran ziehen, wieder irgendwo hier von der Seite reinkommen, so dass ich nicht unbedingt. So geht's. Also man kann hier vorsichtig von der Seite ran und dann habe ich hier diesen Kotflügel draußen. Der hat sich jetzt hier unten nur noch mal eingehakelt. Irgendwo, wo auch immer er jetzt sitzt. Hier sitzt er. Also, das war diese Seite hier. Hier oben sitzen diese Laschen hier drin.
Und ich bin jetzt von der Seite hier reingegangen und habe es nach unten gedrückt, beziehungsweise nach oben. Das ging jetzt ganz gut. Und jetzt sehen wir schon wieder etwas mehr. Zum Beispiel das, was ich jetzt noch nicht gesehen hatte, dass hier diese Pritsche das hier mal festhält. So einfach kann es sein, wenn man sieht, wo es hingeht. Das ist das Teil, um das es mir immer geht, die Scheiben, dass die nicht irgendwie springen. Das Dach, Mittelteil. Das war hier bei der Lenkung mit dran befestigt. Und jetzt schauen wir uns den Rest noch an, damit wir den hier auch noch auseinander bekommen. Hier ist nochmal irgendwo ein Haken, der noch nicht ganz offen ist. Einmal, zweimal. So, schauen wir mal. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Hier an der Seite klemmt es noch ein bisschen. Da ist noch einer versteckt. Direkt unter dem Auspuff. Seht ihr das? Und zwar, hier ist der Auspuff. Wenn ich den hier hochdrücke, dann ist direkt hier hinten. Also hier vorne ist der rote und direkt dahinter ist nochmal ein schwarzer. Eine schwarze Nase. Und dann ist das Ding schon offen. So, die Stoßstange ist hier nochmal eingerastet. Das war's auch schon. Ging einfacher als beim Sprinter, habe ich so das Gefühl. Hier haben wir noch die schöne Front. Mal gucken, hier sind auch noch ein paar Nasen dran. Es sind ja auch mehrere, also es sind 1, 2, 3 Teile auf jeden Fall nochmal aufgeteilt. Mal gucken, machen wir hier auch noch auf. Hier die Front ab, hoffe ich. 1, 2, da hängt irgendwo, hängt es noch. Da unten ist noch mal einer. Also sind einfach unmenschlich viele Verschlüsse mit dabei. Hier an der Seite sind auch noch mal welche. Schauen wir mal. Hier haben wir eigentlich alle. Jetzt passiert was. Dann können wir dieses Teil hier wegnehmen. Und dann haben wir hier die einzelne Front. Und hier sind noch die Lampengläser mit dran. Kann man hier auch vorsichtig rausnehmen. Und dann war es das auch schon. Das ist übrigens vom Dach. Schauen wir mal, dass wir hier so ein bisschen mal einen Überblick bekommen. Das war jetzt die Front. Die Bodenplatte. Das Dach. Die zwei Achsen. Wir hatten 1, 2, 3, 4 Federn mit dabei. Die brauche ich, soweit ich gesehen habe, auch für den Umbau dann nochmal oder wieder. Dann die Türen. Die Klappe. Das war ja Zubehör. Das für vorne, für den Schneepflug oder was auch immer. Lenkrad, Anhängerkupplung. Hintere Stoßstange. Die Seitenteile. Und die Lenkung innen drin.
Das war es im Endeffekt auch schon. Ging rasant. Was haben wir jetzt gebraucht? 20 Minuten knapp. Trotz Palaver. Muss ich sagen, bin ich absolut zufrieden. Ging klasse. Und ja, jetzt kann der Umbau eigentlich auch schon losgehen. Schaltet wieder ein. Abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr unter dem Video rechts auf die Glocke drückt, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online geht. Bis dann!